Altona 93 gegen St. Pauli 2. Oberligist gegen Regionalligist. Zwei Traditionsclubs an der Adolf-Jäger-Kampfbahn. Doch ob auf Altona die dunkle Bedrohung zukommt, darf bezweifelt werden. Denn Jakob Sachs zeigt den Boys in Brown erstmal, wo es lang geht. Lässig vernascht er hier Marcel Sobotta. Grandios gemacht von Altonas Vizekapitän. St. Pauli im Gegenzug mit der ersten großen Chance der Partie. Sobotta zeigt seine Stärke, fast die Führung für die Paulianer. Eine Viertelstunde ist gespielt und der Oberligist beginnt langsam die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Brisewak ahnt den von hinten heranstürmenden Brahima Balde, der nur um Haaresbreite verpasst. Und Balde hat auch gleich die nächste Gelegenheit, hat aber anscheinend auch die Seuche am Schuh. Auch Altonas Nick Brisewak trifft aus kürzester Distanz nicht. Chancenverwertung mangelhaft. Wir springen in die zweite Hälfte. Beide Mannschaften haben zahlreich gewechselt. Die Hereingabe kann nicht geklärt werden. Lee kommt zum Schuss. Drin. 0:1 für St. Pauli. Der Regionalligist geht in Führung. Der 19 Jahre alte Südkoreaner Soeung Wong Lee kam vor einem Jahr aus Österreich. Jetzt geht er am Millerntor auf Torejagd. Keeper Antunovic macht hier aber auch keine gute Figur. Altona ist verärgert. Finn Rettstadt schlägt eine Flanke in den Strafraum und das ist Milaim Buzala. 1:1, der Ausgleich für Altona. Und der kommt hochverdient. Die Flanke von Altonas Finn Rettstadt kommt punktgenau zu Buzala und der beidfüßige Neuzugang aus Buchholz trifft zum 1:1. Keine Minute später, St. Pauli kontert über Sirlot Conte. Der ist schnell, der hat das Auge für Ernesto Mateo Kaisev und schon steht es 1:2. Wie gewonnen, so zerronnen. Altona bringt sich selbst um die Früchte der Arbeit. Pauli ist gnadenlos konsequent, nutzt jede Chance, die sie bekommen. Ernesto Kaisev, ehemals FC Süderelbe, jetzt schnürt er seine Schuhe für die Boys in Brown. Nächste Gelegenheit. Pfeiffer hat einen schlechten Tag erwischt, Walsch mit einem noch viel schlechteren. Conte umkurvt Antunovic, trifft jedoch nur das Außennetz. Altona vollkommen neben der Spur, nicht zu vergleichen mit der ersten Halbzeit. St. Pauli mit dem nächsten Konter. Anitay weiß sich nicht anders zu helfen und sieht hier völlig zurecht die gelbe Karte. Freistoß, exzellente Position, exzellenter Treffer, Joel Keller, was ein Tor. Genau in den Winkel. Antunovic zwar mit der Hand noch dran, aber das 1:3 kann auch er nicht mehr verhindern. Keller stand bereits 5-mal in der zweiten Liga auf dem Platz. Hier zeigt er, warum. Und die Kiezkicker haben noch nicht genug. Marian, André, Kunze, Hacke, Spitze, 1:2:3, 1:4. Jan-Marc Schneider verwertet die überragende Vorarbeit von Kunze. St. Pauli demontiert Altona. Schneider, Hamburger Urgestein, spielte bereits für den HSV, Blankenese, Norderstedt und Halstenbek-Relling. Vor einem Jahr schloss er sich den Kiezkickern an. Nach 90 Minuten hat Schiedsrichter Jenner-Jahn Erbarmen mit den 93ern, die eine starke erste und eine ganz schwache zweite Halbzeit zeigten. Ja.